Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Mysteries of the Past. Jetzt sind wir da, es geht weiter. So, in der Garage sehe ich eigentlich erstmal nur, dass wir fertig sind, vorläufig, denke ich mal. Ich gucke mal, wo wir weitergehen. Außen an dieser Jagdhütte hier geht es weiter. Was haben wir jetzt? Also wir haben das Cleaver und die Pfanne. Und können hier in der Tür vielleicht, können wir hier was wegkratzen an der Tür. Oder weghacken, nee, geht nicht. Oder? Doch. Geht. So, die Vereisung weghacken. Und jetzt schon können wir in die Tür rein. Hier waren wir ja auch schon mal. Ja, hier ist noch alles so, wie wir es verlassen haben. So, das Hackebeil oder der Ofen ist wichtig, okay. Ja, da fehlt mal wieder wie üblich ein Griff hier. Wer hätte das gedacht? So, am Cupboard fehlt auch irgendwas hier. Und was ist das hier? Findpairs. Ah, das ist so ein Wimmelbildchen. Was hätten wir denn da anzubieten? Ja, viele Sachen. Rasierpinsel zum Beispiel. Eine Pfeife, eine Flasche. Was ist das? Ein Eselstofftier? Das ist eine Pfeife. Und das ist noch eine Pfeife. Gehen die vielleicht zusammen? Nö. Die Pfeifen aber. Die Trillerpfeife und die Pfeife. So, aber die andere Pfeife hat ja wohl auch noch irgendwas zu tun. Vielleicht Rauchwerk. Hier ist nämlich eine Zigarre. So, da sind... naja, nee. Eine Schachfigur. Da steht ein Pferdle. So, was haben wir noch? Hier ist ein Messergriff oder was ist das? Ein Taschenmesser vielleicht sogar. Dominostein, jawohl. Vielleicht die Matches? Nein. Die Zitronenschale? Nee. Ach, der Esel hier. Ah, ja, das ist ein Stoffesel hier. Die zählen. Da ist ein Kamm. Ein Flaschenöffner verbirgt sich hier. So, die Bürste hier ist wichtig. Vielleicht mit der Zahnbürste hier. Oh ja. Ja, wieder die Essiggurke hier, wo er hier rumfliegt. So, was ist denn hier noch wichtig? Korken? Nö. Tse. Der Stift mit dem Füllerhalter vielleicht. Ja. Das Ornament. So, das tun wir hier aus dem Kristall raus. So, ich habe das Ornament und das Ornament wird ja gleich am Schrank passen, ne? Ja. War ja klar. Ah, Marmelade oder Kräuter oder was auch immer. Es scheint ein Kräuter zu sein. Ja, ich soll jetzt Paare finden wieder. Okay, da habe ich schon eins. Bonk. So, was haben wir noch? Paar. Das hier passt doch, der Stern hier. Und das habe ich auch schon gesehen hier. So, was haben wir noch? Das hier unten mit dem da oben. Okay. Jo. Das hier und das hier. Ich kann jetzt die Kräuter nicht beschreiben. Das ist einfach. So. Wenn man sie nicht kennt, kann man es auch nicht beschreiben eigentlich natürlich. So, daher. Den hier und den hier. Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Wir machen einfach mal keinen, ja. Das haben wir und das haben wir und das hier und das hier. Und das hier und das hier. Ah. Das Glas ist anscheinend wichtig. Eine 2 ist da drin. Okay. Ich habe ein Puzzleteil gefunden. Ist ja sonst noch irgendwas wichtig in dem Raum? Ja. Okay, ja, das haben wir hier dran, aber es ist festgebunden um den Ofen. Und wir kriegen das nicht ab. Ja, das haben wir doch selber hier festgebunden. Was soll der Quatsch? Können wir es nicht einfach hier wieder wegbinden? Naja, gut, wir gehen mal mit unserem Puzzleteil wieder in die Garage. Und tun unser Schiebepuzzle hier vervollständigen. So. Arrange the numbers so that the sum of the rows, columns and diagonals are the same. Ah, das ist so ein magisches Puzzle. Oh Gott, da war ich noch nie gut drin. Dass immer die Summe gleich ist. Oh Gott. Leute. Ich war noch nie in dem Spiel gut. Das sage ich euch einfach mal so, ganz frei. 4 und 7 sind 11. Naja, das ist auf jeden Fall zu viel. Ja, dass alle Nummern gleich sind. Tja. Und wie kann ich jetzt hier. Ach, das kann. Hä? Also, das war schon mal grün. Das war jetzt 2, 5 und 8. Das wären 15. Also, 15 ist immer die richtige Summe.
Warte mal, nee, das ist zu viel. Aber es stimmt, die Diagonale hier, 6,15, jawohl. Ach, die sind fest vorgegeben. Ah, okay, dann ist es ein bisschen einfacher. 9 und 6, ja, das ist ein bisschen viel. Vielleicht 9 und 8. Ja, Quatsch, ja, genau, die 9 und 8 verteilt hier, geteilt. Ja, auf jeden Fall, jetzt passt das hier, aber jetzt passt das ja nicht mehr. Das ist zu wenig. 7 und die 9 vertauschen vielleicht. Jetzt passt das wieder. Oh, ich sag's euch echt, ich war nie gut in dem Spiel. Aber das habe ich schon mal gesagt. Ich meine, 4, 5 und 6, das muss eigentlich so sein. Also kann die 6 ja nur hier sein, ne? So, was haben wir hier? 3, 19, 12 und 14, 16. Dann müssen wir das austauschen. Ah ja, da gibt sich schon wieder mehr Sinn hier. Jetzt haben wir bloß das noch nicht richtig. Jetzt haben wir hier 5 und 6 sind 11. Vielleicht die 7 nach oben. Ah ja, perfekt. So, es war ja vereinfacht jetzt dadurch, dass die fest waren hier. Jetzt haben wir einen Griff. Könnte das der Ofengriff sein vielleicht? Ist das ein Ofengriff? Wir gucken mal. Ne, mit der Garage sollen wir noch weitermachen. Oder können wir hier einen Griff anbringen? Nö. Oder was können wir hier machen? Können wir was im Griff machen? Auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ach komm, ich gehe mal wieder in die Hütte rein. Vielleicht können wir den Griff hier anbringen. Ne. Der Griff ist also nicht für hier gedacht. Ganz klar. Ja, also doch in der Garage. Aber was ist hier in der Garage noch? Ah, hier passt der Griff. Genau. Da ist eine Aussparung. So. Jetzt passt es natürlich. Eine Sichel. Was haben wir noch? Die Batterie fehlt. Okay, also müssen wir dann eine Batterie suchen gehen. Jetzt haben wir eine Sichel. Ah, ich habe eine Idee. Da können wir das Seil durchhacken. Durchschneiden. Zack. Ich habe ein Seil gefunden und die Kette, die ist nicht mehr wichtig. Alles klar. So, für was brauche ich das Seil? Ja, ich habe eine Pfanne und ein Seil. Ah ja, ich weiß, wo wir Seil brauchen. Hier zum Steigen, zum Klettern. Einmal durchfädeln und jetzt können wir hier hochklettern. Brody's Maps say I am already quite close. I see tracks in the snow leading to the tree. Ja. Certainly that's where the entrance to the ritual chamber is going to be. I will have to be careful. Okay, sehr vorsichtig sein. Ja, die Äste hier verbergen den Eingang. Da ist noch irgendwas versteckt hier unten drunter. Ja, ich weiß, was es ist. Ein Brecheisen. Aber ich krieg das hier nicht weg. Ah ja, wir können mit der Pfanne freigraben. Hätten wir auch mit den Händen geschafft, oder? Ich habe das Crowbar gefunden. Das andere, was da lag, ist nicht wichtig. So, so. So, hier kommen wir eh noch nicht weiter. Wir müssen wieder zurück in die Garage. So, in der Garage können wir mit dem Crowbar wahrscheinlich diese Grube aufmachen. Ups, ich wollte nicht raus. Ich wollte zur Grube. Ah ja. Und da ist wieder so eine Drehscheibe. So, das müssten alles sein. Ich habe alle Symbole, ja. Und jetzt, wie geht's denn weiter? Das kann es aber nicht gewesen sein. Aber da müssen wir jetzt erstmal die Ritualkammer aufmachen. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber okay. Ja, hier müssen wir die Scheiben einsetzen. So. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie die Positionen sein sollen, oder? And try to find the right positions for all of the three round symbols by turning them. Ja, gut, da muss ich jetzt rummachen, ne? Man kann jetzt drehen, aber das ist wieder so, dass die sich wieder beide drehen und überhaupt und sowieso. Ja, wie soll denn das hier gehen? Haben wir irgendwelche Hinweise? Naja, wir haben ja irgendwelche Linien, aber. Das sagt mir jetzt gar nicht viel. Nach was für ein Schema das hier gehen soll. Wissen die vielleicht so, dass sie richtig stehen, dann die Symbole?
Ich meine, hier ist eine Klammer, aber... Das ist aber auch so. Okay, das war reiner Zufall. Okay. Das war jetzt wirklich reiner Zufall. Ich habe da nicht gewusst, was ich tue. Dann gehen wir mal hier rein. Aha. Hier steht jemand. Ach, dann ist es ja das Bonus-Level anscheinend, weil das war das Bild vom Bonus-Level hier. So, und hier ist ein Schraubendreher. Können wir den rausholen? Nein. Ich kann das natürlich nicht, weil ich nicht ins Wasser lang kann, ne? Ja, ich muss erstmal hier einen Korken reinmachen. Aber der Korken, der ist oben im Fass. Was haben wir hier noch? Eine Truhe. Und hier ist die Figur hier, dieser Jäger. Dem können wir einfach das Ding abmopsen. Ah, scheinbar ist das nur eine Figur. Sonst hätte er sich ja bewegt. So, hier ist was zum Drehen. Da fehlt aber ein Griff. Weil es geht ja nur, wenn das vollständig ist. Sonst lässt sich ein Rad nicht drehen, ne? So. Ja, das war's dann schon wieder hier, ne? Ja. Der Lift ist hier. Was ist das denn für eine Figur? Er hat ein Bracelet. Da fehlt aber ein Teil davon. Okay. Der hat einen schönen Bogen. Den hätte ich gerne. Tja. Geht auch nicht. Komisches Viech. So, ich glaube, das sind wir erstmal wieder fertig, ne? Ja, wir haben jetzt eine Wasserbag. Können wir der Waterbag oben den Korken rausholen? Outsider hat. Können wir den Korken jetzt rausfischen? Nein. Ja, wir sollen trotzdem noch im Korridor, oder? Ah, warte mal. Wenn es eine Wasserflasche ist, dann können wir doch hier Wasser einfüllen. Und jetzt wahrscheinlich, also ganz wahrscheinlich, können wir jetzt das Wasser oben auffüllen, dass der Korken aufschwimmt. Das ist ja echt blöd. Eigentlich wäre es richtig dämlich, oder? Ja, natürlich, in der Wasserflasche hat so viel reingepasst, dass das Ganze fast voll wird, ne? So, ich habe einen Korken. Ja, ich finde es irgendwo also ein bisschen albern, was hier im Spiel so passiert, ne? Jetzt haben wir den Korken. Und den Korken können wir jetzt dann hier im Korridor in das Maul stopfen hier. Also in den Mund hier. Und dann fließt es hier ab. Und wir haben einen Schraubendreher. Oder nee, ein Stemmeisen. Sichel ist ja Stemmeise. Mit dem Stemmeisen können wir wahrscheinlich in der Garage wieder was machen. Beziehungsweise wir gehen erstmal outside the hut. Oder können wir hier vielleicht am Baum uns was rausstemmen oder so? Ist das möglich? Nö. Oder bin ich auf dem sogenannten Holzweg? Oder kann ich hier noch was machen? Ah! Da kann ich das Boot freistemmen. Und was bringt mir das? Dass ich hier noch irgendwas, was im Eis versteckt ist, finde. Toll. Ja, das benässte Eis. Kann ich das frei machen? Ah, okay. Hurra, es geht. So. Da ist das Teil des Bracelets, das an der Statue fehlt. So. Das setzen wir hier an. Jawohl, passt. Und jetzt... Ach, wir müssen das jetzt noch auch einstellen. Das ist hier ein Kombinationsschloss. Ja, die Frage ist, wie muss das Bild nachher aussehen, ne? Das könnte aber passen. Ah ja. Und wir haben den Bogen bekommen mit einem Pfeil. So, und sonst ist es ja nicht mehr wichtig, ja? Alles klar. Ja, was brauchen wir jetzt mit dem Pfeil und Bogen? Das ist die große Preisfrage. Outside hat. Ja, aber ich bin doch hier gut, so gut wie fertig. Ach so, da ist ein Nest oben im Baum. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen gehabt. Das können wir vielleicht runterschießen. Weil wir so treffsicher sind, das wissen wir schon. Wir sind voll treffsicher und haben getroffen. Wir haben ja schon mal ein Seil durchgeschossen. So,
ein Stone, nee, Stovehandle und eine Haarspange. So, das wird hier passen. Im Ofen. Ja, der war natürlich im Nest, der Ofengriff. Das ist eigentlich auch wieder eigenartig. Hier haben wir eine Zange gefunden zum Biegen. Und die Hairpin. Also hier sind wir jetzt wohl durch. So, wir gehen wieder weiter. Wir gehen in die Garage. Dann können wir uns was zusammenbiegen, oder? Hairpin. Mit den Pliers. Ein Lockpick soll ich mir da draus machen. Okay. Ein Dietrich. So, so. Schwierig, so ein Teil zu bauen. Also wir haben wirklich voll was drauf. Ja, ja. Muss ich schon sagen. Das Lockpick werden wir im Gang brauchen können. Hier oben. Jetzt picken wir ja mal das Lock hier. Ah ja. Das kenne ich schon aus anderen Spielen. So, die Pins müssen alle gehoben oder gesenkt sein. So, die Frage ist jetzt, wie das hier genau gedacht ist. Aha. Die sinken dann wieder langsam runter. Das kann man doch auch so machen, dass es hier... Aha. Man musste so lang klickeln, ja, bis man da... Das ist ja auch eine... Also... ja, Leute, echt jetzt. Das war nur eine Klickorgie. Man muss einfach so lange, bis alles oben ist. Ich habe einen Mechanismushandel gefunden. Also der passt natürlich hier. Ja, den Ton kenne ich auch schon von irgendwelchen Sachen. So. Okay, weiter geht's. Ja, nee, ach, Ladebildschirm. You thought that you could fool me. I knew all the time that this dingbat wanted to betray me, naive fools. I let you proceed and I put the amulets in your way so that you, like stupid mice, would march nicely into my trap. And now you'll all become the latest mosaic in this silhouette. The master is coming. Stop, Clarkson. Don't do it. I've won. Uh-oh. Jane, use the medallion of life and death. Ja. Aber wie? Ja, der Dämon. Und jetzt? Darf ich? Ah, ich darf. Destroy the Demon, okay. Einfach nicht benutzen oder wie jetzt? Ja, ich will doch da draufklicken. Ja, ich habe die Macht. Wer ist der hässlich? Was? Find and select the correct pair of symbols? Woher soll ich das wissen? Ja, Leute, ich weiß doch das nicht. Oder warte mal, steht es hier in meinem Buch drin irgendwo? Notes? Warte mal, irgendwo... Es kann sein, dass wir irgendwo mal Notizen drin haben. Ja, hier. Aha. Nö. Ich brauche die richtigen Symbole. Aber ich weiß nicht, wo die sein sollen. Ja gut, es kann nicht sein, dass es irgendwo ganz da hinten ist, also. Objectives. Destroy the Demon, ja toll. Ja, woher soll ich jetzt wissen, welche Symbole das sind? Hä? Ah, da war was richtig. Hä? Wie soll das denn sein? Oder die... Ach, die passen wohl zusammen. Ach, verstehe. Jetzt habe ich's, ja. Jawohl. Und?
Ach ja, du willst mich zerstören. Ja, jetzt nehmen wir nochmal das Amulett, oder? Freunde, jo. Find select the correct person symbol. So, woher soll ich jetzt wissen, was korrekt ist? Ich sehe das fast nicht. Ah, doch, das ist hier. Ah, ja. Das ist aber schwierig. Warte mal, das eine sieht aus wie ein Eurozeichen. Das hier. Das hier. Das habe ich auch schon gesehen. Das war hier. Ach, ich muss schnell sein. Ey! Ha! Ach ja, ich kann dich besiegen. Ich warte nur ab. So, noch einmal. Boah, hässlicher Kerl. So, wieder. Das ist das Wasseramulett anscheinend. Okay, da müssen wir wieder gucken. Es kann sein, dass wir immer schneller werden müssen. Ah. Was war jetzt das? Das und, so, und das und das. Ja. Geht doch ganz einfach. Nö, das ist nicht mein Ende. Sehe ich nicht so, bei denen sieht man schon, wie der Geist rausgehen soll. So, jetzt wir haben noch ein Element. So, das ist der Wind anscheinend. So, mal gucken, wo die Symbole liegen hier so ein bisschen. Naja, gut, ist ja egal. Ja, ist schon recht, du hässlicher Typ, du. Aua. Ah, das schmeißt ja noch alles durcheinander, oder? Ja, der schmeißt immer durcheinander noch. Oh Gott, das ist jetzt hier. Nee. Ja, Mensch, so schnell kann ich nicht klicken hier. Das hier und das hier, das hier und das hier und das hier. Ah, Dankeschön. Das habe ich gebraucht. So, ja, geht doch. Nein, ich gebe nicht auf. Well done, Jane. You warded off the demon. Now use all the amulets and the medallion of life and death and imprison him forever in a world of shadow. Okay, auf seinem Podest müssen wir jetzt das Amulett drauf verwenden. Ja, guck nur, du böser Dämon. Amulette. Zack. So. Und das Amulett noch. In der Mitte. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich noch was einstellen, ne? Ja, jetzt müssen die Linien passen. Ah, das ist ja ein Kinderspiel. So. Und jetzt? Ha, ha, ha. Oh, oh, das wird's ja sein. Also der Typ ist schon mal eingesperrt. Der Clarkson. It's magic. So, die sind frei. Die Wurzeln wurden vernichtet. Oh, Detective, what happened? Tja. And what happened to Clarkson? We're all safe now, Brody. I destroyed the demon somehow. Clarkson's facing a terrible fate. But he's going to get what he deserves. We now have to leave this horrible place and contact the local police. Ja, er hat bekommen, was er verdient hat. Ja, mit einer Batterie können wir das dann machen, aber wir haben die noch nicht. So, aber hier flummelt noch hier. Ich habe jetzt gedacht, das Spiel wäre jetzt gerade zu Ende, ne? Aber ja, wir sind wieder hier drin. So, jetzt haben wir aber hier über andere Sachen zu finden. Acetonreiniger, das könnte hier drin sein. Einen Bohrer. Bohrer. Na, ist das der Bohrer? Jerrycan Cap, eine Kappe. Okay, von der Jerrycan. Ein Helm habe ich schon gesehen, oder? Ein Helmet, ja, Helmet.
Was ist das? Moment, Electric Motor ist da, ja. Einen Haarföhn habe ich doch hier auch, ja. Einen Luftfilter, aber das ist... Na, es könnte ein sein. Die Schlüssel habe ich auch schon gesehen. Ein Poster. Das Poster, ist es das der Poster? Ja. Eine Schneekette. Habe ich hier. Ein kaputtes Kopflicht. Ein kaputtes Kopflicht? Hä? Was soll das sein? Weiß ich gerade nicht. Was haben wir noch? Ein Gewicht. Weight. Ein Gewicht. Seht ihr hier ein Gewicht? Ah, hier. Jerrycan Cap. Ah, das ist eine Kappe von der Jerrycan. Was soll das sein? Ach, das war das kaputte Headlight. Da. Ne, Trichter ist es auch nicht. Okay. Jerrycan Cap. Hier. Ich habe die Schlüssel. Ich habe ein Sägeblatt gefunden. Alles klar. Ja, okay. Rusty Sawblade. Es braucht eine Austauschung mit einem neuen. So, genau. Das Rostige ist ja nichts mehr, ne? You found the saw. Ja. Da ist ein Jerrycan. Oder? Nö. The Jerrycan or fuel is chained to the shelf. Ah, mit der Eisensäge natürlich kann ich das durchsägen, ne? Ritscheratsche, ritscheratsche. So. Hier. Ja, ich habe sie gefunden. Hoffentlich ist auch Benzin drin, sonst kommen wir nicht weit. Aber hier war doch auch noch hier, das... Die Batterie weg. So, ich habe die Schlüssel. Vielleicht ist eine Batterie inside. Hä? Ah. So, ich need to fill the tank. Was? Es wird fit hier. Aber... Ja, ich will es doch hier rein tun. Geht nicht. Ja, da fehlt noch ein Trichter oder was, oder? Konnte es sein... Ah, da ist die Batterie. Ich habe die Batterie gefunden, habe ich mir doch gedacht, was ist das? Und hier ist ein Trichter, jawohl. So, und was haben wir hier sonst noch? Da passt der Schlüssel rein. Jetzt machen wir so einen Tank voll, oder? Funnel, das ist der Trichter. So, alles klar, einfüllen. Jawohl, also ich denke, dass wir jetzt wirklich durch sind und das war dann auch ein recht schnelles Spiel, sage ich mal so. Hier fehlt die Batterie. Jawohl. So, wir sind startklar, Leute. Ich stecke den Schlüssel rein. Funktioniert. Indiana Jones! Ja, das Licht geht an. Jawohl, und voll durch die Türrahmen, natürlich. Scheibwischer geht auch. Ich sag ja, die kann alles. Die ist ein A-Team für sich sozusagen. Alles klar. Zur Ranger Station. Und da steht schon die Polizei, okay. Der End. Das Ende. Yo. Da haben wir es doch geschafft. Ja, Blue Brain Games. Programmer Richard Derra. Design Peter Kubek und Michael Kubek. Artist Peter Kubek. Michael Kubek, Martin Bennes und so weiter und so fort. Es geht zu viel schon durch. Audio, Michael Kubek, Musik. Ja, es waren also nicht viele beteiligt, aber eigentlich haben sie wirklich ein tolles Spiel daraus gemacht und die Musik ist sehr laut. So, die Musik hier ist ja auch lizenziert unter Creative Commons. Okay, also ist ja alles dann klar. So, das war der Abspann der Schnelle. Extra, jetzt haben wir extra. Ach, das sind hier die ganzen Bilder. Da kann man die Bilder angucken. Konzeptart. Ah ja, okay. Alles klar.
Gut, Leute, dann haben wir das Spielchen doch durchgeschafft, ne? Mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann hier dort noch einen Bonus-Cup da gibt oder nicht, oder ob das jetzt das war. Aber dann würde ich erstmal sagen, ich sag mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal sehr gefallen. Tja, mal schauen, was wir als nächstes Projekt bringen. Ich lasse mich natürlich auch immer inspirieren. Wenn ihr was habt, dann könnt ihr mir gerne mal einen Vorschlag machen. Schaut ihr mal das an, Celis an, je nachdem, ne? So. Also bis dann. Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Und wir sehen uns in meinen momentanen Projekten oder in einem neuen wieder. Euer Rätselkönig Legolas. Tschüss.